Ich habe ein Wimpernserum benutzt. Hallo Mama. Versetz die Segel, Leinen los. Yo, ho, auf geht's. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Ja, weil der Papa hat ja jetzt einen Weber-Grill. Jawohl, endlich mal. Das Ding war so groß, es passte nicht ins Auto, wenn der Noah hinten in seinem Kindersitz sitzt. Und wir haben ja schon ein großes Auto, aber es passte nicht. Das war wirklich, ich dachte echt, das ist hier gerade ein Umzug. Und seitdem grillen wir wirklich fast jeden Tag. Also wir haben schon 4 Tage gegrillt. 4-mal. Richtig cool. Also es gibt auch einfach so Tage, das kennt ihr auch sicherlich. Klar kennt ihr das, wenn ihr Kinder habt. Da ist man einfach so extremst müde. Wer meine Insta-Story gerade gesehen hat, ich habe mir vorhin einen Ingwertee gemacht, weil der belebt immer ganz gut. Es spendet wirklich Energie, es wirkt verdauungsfördernd, blutverdünnend und super tolle Eigenschaften. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es euch interessiert. Ich kann noch mal ein extra special Ingwer-Video machen, so wie sonst meine Dienstagsvideos. So, jetzt bin ich eigentlich fertig, muss nur noch die Wimpern tuschen. Liebe Leute, ich habe ein Wimpernserum benutzt seit 3 Monaten und das ist richtig cool. Es wirkt. Auf einmal sieht man es dann plötzlich sprießen. Und dann macht das Tuschen richtig Spaß. Die Wimpern wachsen und wachsen. Ich kann euch dieses Serum mal unten verlinken, natürlich. Als Empfehlung. Und ich kann nur sagen, das ist richtig gut. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren anderes ausprobiert. Von Revita Lash. Da muss ich aber sagen, das brennt mir auf dem Augenlid. Aber das ist von M2 Lashes und verlinke euch das jetzt mal unten. Ich finde das richtig gut. So. Ja, ich bin übrigens auch ein paar Mal von euch gefragt worden, was ich denn da für ein Haargummi benutze in meinen Apps-Videos, in meinen Bauchweg-Videos. Und zwar, dadurch steht ja der Zopf so schön hinten ab, so ganz weit ab. Und dann macht das so ein schönes Volumen. Ich habe ehrlich gesagt, das ist eigentlich aus der Not entstanden. Ich habe zwar ganz, ganz viele Haargummis, aber ich hatte keine Lust, runterzugehen in den Keller, weil da habe ich noch eine ganze Kiste mit Haargummis und dann habe ich einfach einen Nylonstrumpf, ich zeige euch das mal, einen Nylonstrumpf durchgeschnitten, das Fußende abgemacht und habe das dann aufgerollt. Und das ist eigentlich alles. Ja? So ein Ding hat jeder zu Hause und habe aber hier oben noch dieses, das was praktisch am Knie ist, das obere Teil. Das habe ich dran gelassen. Also ich habe praktisch das erste Drittel von dem Kniestrumpf. Und dann rollt ihr das einfach ein, sodass ihr dann ein Haargummi einfach habt. Und das ist so schön. Das ist so super und es sieht immer top aus. Ja, ich bin wirklich schon so oft darauf angesprochen worden, dass mein Zopf doch so schön aussieht. Und das aus der Not heraus. Ja, ich finde das so lustig. Ich finde das super. Und einmal weg. Und da bin ich wieder. So, nach oben ziehen und stramm 3-mal binden. Ich binde das 3-mal und siehe da. So, jetzt seht ihr das? Das steht hier hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. So, hier oben habe ich, wenn ich hier so ein bisschen ziehe, dann fällt das so schön. Und hier an der Seite fällt das immer so cool. Und dann fixiere ich mal diese Fisselshaare mit Haarspray. So, fertig. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. So, ich muss jetzt kurz los, noch eben was einkaufen. Und ja, und wenn wir heute Abend grillen, nehme ich euch natürlich diesmal mit. Yes. Oh, wie toll. Gerade kam Amazon an, ein Paket. Und ich habe für Noah neue Bettwäsche bestellt. 2-mal Piraten. Also einmal diese hier. Und diese hier. Die sind ja wohl der Hammer, oder? Oh, die ist so schön. Da wird sich der kleine Pirat aber freuen. Jetzt mal schnell auspacken und dann werde ich die waschen. Denn, ihr Süßen, wir sind gerade dabei. Der Noah ist so gut wie trocken, sogar nachts. Und ich bin ganz stolz. Ja, und deswegen dachte ich, der kriegt da neue Bettwäsche, damit alles auch irgendwie so schön ist. Sorry, ich laufe gerade in Noahs Zimmer. Ich habe gestern für Noah im Aldi noch Molton-Unterlagen gekauft für sein Bettchen, weil wir bauen das jetzt ja um in ein Juniorbett
Und oh, sorry für die Lichtverhältnisse. Ich mache hier gerade den Schrank auf und das steht hier vor dem Fenster. Jetzt habt ihr kein Licht. So, und das habe ich hier. Huch, das habe ich gestern im Aldi bekommen. Ja, so eine Molton-Betteinlage. So wasserdicht. Das ist hier die Größe 90x150. Wunderbar. Das habe ich jetzt zweimal sozusagen. Und denn wenn er mal pieselt ins Bettchen, dann ist das kein Problem. Da kann ich wechseln und habe direkt noch eine neue. Und das ist jetzt sein Bettchen, sein Pinolino-Bett. Aber das bauen wir jetzt um ins Junior-Bett, weil das können wir einfach hier machen. Ihr seht ja hier diese zwei Teile, ne? Und da seht ihr es vielleicht. Und ja, das heißt, das Teil hier bis hier geht dann nach unten auf die Erde. Und ich warte gerade noch auf das Bettschutzgitter. Und wenn das dann da ist, dann bauen wir direkt um. Und dann kann ich da abends mit dem kleinen Mann zusammen kuscheln und Buch lesen. Ist dann eine noch schönere Abendroutine als auf der Couch, weil ich kann ja hier so schlecht immer in das Bett einsteigen, ne? Oh, es ist aufregend. Der kleine Mann ist trocken. Ja, es kam jetzt so praktisch von heute auf morgen. Und ja, ich habe einfach an den heißen Tagen, ne, also vor anderthalb Wochen, als es so richtig, richtig heiß war mit 33 Grad und so weiter, habe ich ihn den ganzen Tag draußen nur mit einer Badehose rumlaufen lassen, weil wir hatten das Planschbecken hier aufgebaut und ja, und immer wieder gesagt, wenn du Pipi machen musst, dann sagt der Mama Bescheid und er immer Mama Bescheid. Wir waren sogar auch am Wochenende bei der Schwiegermama zu Besuch. Da haben wir auch das Töpfchen noch mitgenommen. Und das hat auch hervorragend geklappt. Das heißt, wir haben diesen Prozess nicht unterbrochen. Und ich bin ganz stolz drauf. Ja, juhu, der kleine Mann ist trocken. Und aber nachts haben wir noch die... Ich nehme euch mal mit ins Wohnzimmer. Ich muss mir nämlich schnell einen Kaffee machen und meine Nägel lackieren. Ja, und wir... Herrlich, die Sonne scheint. Ja, und was wollte ich sagen? Vielleicht ist es hier wieder zu hell, ne? Aber jetzt seht ihr mich ein bisschen besser. Oder? Ja, jetzt seht ihr mich besser. Was wollte ich denn sagen? Guck mal, jetzt habe ich es vergessen. Ich habe gerade übrigens noch ein Video abgedreht für eure Bitte, dass ich die Smoothies abdrehe für euch. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt ein Smoothie abgedreht. Ich kann jetzt schlecht heute alle drei abdrehen, weil wie kriege ich die denn alle aufgegessen, ne? Und ja, weil ich habe jetzt direkt immer eine Menge gemacht für uns drei zu Hause, ne? Das wäre sonst zu viel des Guten. Ja, aber der kleine Mann ist trocken und ich bin, ja, ganz stolz. Es hat jetzt echt ganz gut funktioniert. Ich habe es aber auch ein bisschen forciert. Das Witzige ist, er feiert sich dann auch selber, ne? Wir klatschen und besingen ihn und feiern das volle Kanne, wenn er da ins Töpfchen gemacht hat. Und letztens sagt er auch, stopp, stopp, leise, leise. Und wir standen dann da beide, waren da voll am Rumjubeln. Und er so, und jetzt klatschen, sagt er, jetzt klatschen. Er gibt den Ton an. Der kleine Mann bei uns gibt den Ton an, ne? Ja, wir haben ein echtes Babyboss, Leute, ich sag's euch. Aber es ist super geil und ja, wir sind ganz stolz. Also so kurze Autofahrten, auch ohne Pampers. Und das Witzige ist, er wird jetzt aber auch wieder so gegen 5 Uhr wach. Dann ruft der Mama oder Papa und dann steht er auf und torkelt schlaftrunken Richtung Bad und möchte Pipi machen. Das heißt, er wird wach, weil er Pipi muss. Und das ist das Zeichen, dass der kleine Mann trocken ist. Und ich bin ganz happy drüber. Yay, yay, yay. Und was sich jetzt auch noch so ein bisschen verändert hat, also jetzt nochmal zum Kleinkind-Update zu Noah, ist einfach, dass, ja, wir brauchen, glaube ich, fast gar nicht mehr den Kinderwagen. Also wir haben ja den coolen TFK-Jogger, den wir auch noch gerne nutzen möchten, weil dann können wir am Wochenende auch mal gemeinsam laufen gehen, mein Mann und ich. Und der Noah sitzt dann einfach im Kinderwagen. Aber ich frage mich, ob das noch so richtig klappt. Weil auch so, wenn wir irgendwo hingehen, so der lässt sich gar nicht mehr reinsetzen in seinen Kinderwagen. Es klappt immer am besten, wenn wir das Laufrädchen mitnehmen, Helm auf und dann fährt der kleine Mann. Ja, ja, kein Baby mehr, ne? Das wollte ich euch auch mal kurz zeigen, bevor ich mir jetzt hier die Nägel lackiere. Moment. Bayana, das ist die Bayana. Und das ist der Maui. Und der Noah sagt immer Mauri mit R. Ihr Lieben, gerade ist nochmal ein Paket gekommen von Artbox One. Mit diesem coolen Bild hier. Ich werde das gleich mal aufmachen. She believed she could, so she did. Ich finde das so cool. Das kommt unten in mein neues Arbeitszimmer, welches ich euch bald zeigen werde. Ich mache das mal auf. Ich nehme euch mal mit hier ins Wohnzimmer auf den Tisch. So. So, das sind immer so tolle Bilder. Und das hat eine Größe von 40 x 40 cm und dazu brauche ich jetzt noch einen passenden Rahmen.
geht das schon wieder los mit dem Rahmen. Und das ist so ein cooles Bild. So schön, ich freue mich. So, und des Weiteren zeige ich euch jetzt gleich mal ein DIY-Projekt von mir. Und zwar habe ich hier nochmal so Feuchttücher bekommen. Und ich finde die Kartons echt cool, weil die sind mega stabil, finde ich. Dazu werde ich jetzt hier gleich mal hier diese Plastik, dieses Klebeband abmachen, damit der Acryl, die Acrylfarbe einfach besser drauf hält. Und dann werde ich diese Kiste umfunktionieren in eine Autobox für Noah. Auto, ja? Für mich. Deine Spielautos. Pink. Ja. Warum denn mein? Die blaue meinst du? Nee, erstmal bleibt das so. Ja. Lassen wir jetzt trocknen, ja? Ja. Wie möchtest du haben? Siehst du nur, das wird deine neue Autokiste. Da können deine Autos rein. Deine ganzen Spielautos können da sein. Ist das schön? Wo ist mein Auto klebt? Klebt, ja komm, wir gehen rein. Und dann geht's auch gleich, wenn der Papa kommt, nach draußen. Und siehe da, was ist das Schwarze da? Das ist Noahs Piratenschiff. Und wie das aussieht, das Piratenschiff ausgepackt, das zeige ich euch nachher nochmal. Ja, ihr Süßen, ich glaube, Spider-Man ist ausgezogen und dafür sind die Piraten eingezogen bei uns. Hawaiianisches Meersalz, das ist das hier von Rewe. Das habe ich schon sehr lange. Schwarzes Hawaii-Salz. Und das wird hier großzügig mit eingestreut, gewendet. Und wo ist die Würstchen? Die Würstchen nur? Ja. Ja, die habe ich da vorhin schon rausgelegt. Die kannst du Papa schon mal geben. Okay, Papa geben? Ja, Papa geben. So, ihr Süßen, das bringe ich jetzt auch mal eben raus. Und hier kocht gerade parallel unser Spargel, aber das ist jetzt so viel, ich passe hier gleich in meinen Topf rein. So, Papa, bitteschön. Danke. Die Trüffel-Hollandaise, ja, die haben wir auf der Landpartie gekauft. Trüffel-Hollandaise, die haben wir da probiert mit Süßkartoffelpommes. Oh, die war so lecker. Die Grillzange. Yeah. Habt ihr auch so eine Horrorschublade? Ich hasse sie. So. Ah, wo ist das Fleisch? Und da ist unser neues Baby. Yes. Unser Piratenschiff. Baby ist auch ein Spinnennetz. Nein, das ist kein Spinnennetz. Und weil wir haben gerade eine Spinne gemalt, ihr Süßen. Und hier ist unsere neue Cam. Ach, Cam. Cam. Unser neues Papas Baby. Wir haben Nachwuchs bekommen. Wir haben jetzt einen Grill, einen richtigen fetten Grill. Papa, seitdem grillen wir jeden Tag. Schange. Ja. Ich habe auch wieder eine Zange. Ich habe auch wieder blaue Zange. Blaue Zange? Ja. Nee, die ist Silber. Die ist Silber. Auch wie eine Zange. Jetzt gerade ein bisschen Chaos im Garten und das ist hier unsere neue Fat Boy Hängematte, Leute. Die ist so geil. Ja, schon richtig viel Spaß und Havarie und Wellengang und Seegang und Piratenschiff übernahmen und alles hatten wir schon. Ich suche gleich. Was holst du denn? Ein Handschuh für Papa. So, und das ist hier unser Maui vom Film Vaiana. Den haben wir gerade gemalt zusammen. Ja, komm, wir suchen Papas Handschuh. Komm, Papas Grillhandschuh. Papa braucht seinen Handschuh, ne? Guck mal, Nunu. Hier. Papa, hier ist der Handschuh. Ja. Hier, Papa. Danke. Durch die Maui kann er haben. Ich muss eine Maui haben. Ich könnte natürlich jetzt auch noch mein Fleischthermometer mal auspacken. Aber dafür ist das Stück Fleisch nicht dick genug. Dafür braucht man das noch nicht. Mama, Grillmeister. Wir sind zwei Grillmeister. Ja. Zwei. Ja. So Grillmeister. Zwei Grillmeister, genau. So, schaut euch das an. Das ist das Papas Steak und Mamas Steak. Und da sind die ganzen Würstchen für den kleinen Bären. Ich hole mal schon mal Teller raus und decke den Tisch. Super. So, Noah. Ja, ja. Möchtest du Senf? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich mach das. Okay, dann mach du selber. Okay. Soll ich dir helfen? Ja. Okay, ich helfe dir. Ich schaff das.
Du schaffst es schon. Da, bitteschön. Freust du dich über deinen Senf? Nein, ich mag das nicht, die Gabel. Dann lass die Gabel weg und dann isst du mit Finger. Ja, Finger. Ja? Dann warte noch ein bisschen, bis es kalt wird, ja? Papa kommt sofort mit den Steaks hinterher und ja, ich freue mich schon so auf diese Trüffelsoße. So, ihr Süßen, es regnet heute den ganzen Tag, aber ich habe trotzdem gute Laune, denn mein Bilderrahmen ist endlich angekommen. Guck mal, da ist noch die Wäsche, da sind noch die Piratensachen drin. So, ihr Süßen, ich werde jetzt mal dieses Paket hier auspacken, solange der Noah noch nicht da ist. Der ist ja noch in der Kita. Das Bild passt nicht. Das hat so ganz leicht so ein halber Zentimeter. Das muss ich schneiden. Oh nein. Babau. Oh nein, das ist die Kiste von Noah mit seiner Kreide drin. Unser schönes Kunstwerk von gestern. Mein Maui ist weg. Jetzt schaut euch das jetzt mal an hier, Mensch. Ja, jetzt schneide ich hier zum dritten Mal an. Das ist schon weg vom Bild. Diese ganzen Schnipsel. Das reicht immer noch nicht. Pi mal Daumen geht immer, ne? So. Ich finde, das ist jetzt mal ein gerades Stück, wa, weißt du? Ich guck jetzt erst noch mal. Ja, tatsächlich. Also hier muss ich auch noch mal ran. Das ist ja der Hammer, echt. Jetzt reicht's mir hier. Ich hoffe, das passt jetzt. Es passt. Was? Das war jetzt wie ein Workout. Und jetzt sehe ich, dass da so ein Staub irgendwie was Knubbel drin ist. Jetzt darf ich die ganze SCH wieder aufmachen. Das gibt's doch gar nicht. So ein kleiner Fussel. Ich habe dieses Bild geräumt. Ich habe es geschafft. Ja. Endlich. Es ist fertig. Es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Hilfe. So, wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an im Schlafzimmer, ja? Kommt da mit? Hör mal, ich bin fix und fertig, ne? Also, jetzt spiegelt natürlich oben hier unsere Lampe. Und das seht ihr jetzt vielleicht, das ist ein bisschen spiegelt, aber es ist vollbracht. Und links und rechts oberhalb der Nachtschränkchen kommen noch zwei silberne Spiegel hin jeweils. Wie ihr schon mitbekommen habt, ich bin ja so ein bisschen in diesem DIY-Trip und versuche gerade hier so ein bisschen alles schön zu machen oder noch schöner zu machen. Und ich werde euch jetzt mal runternehmen in mein Arbeitszimmer und das mal zeigen. Huch, jetzt ist es wieder dunkel, sorry. Moment. Ja, ihr Süßen, und das ist jetzt soweit mein Arbeitsbereich. Da werde ich auch demnächst mit euch quatschen. Und da werden auch so mein neues Format werde ich dann launchen. Also ich habe ja meine Erklärvideos, meine Infovideos. Dann mache ich ja meine Vlogs immer samstags. Und ich werde da noch was Neues kreieren. Und zwar werde ich dann hier von der Couch aus ein bisschen immer wieder mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ah, ist das schwer. Das ist so schwer. Moment, das lege ich mal hier hin. Dieses Dreier-Set, so ein Dreier-Holzregal. Und ich finde die Dinger total cool eigentlich. Ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht irgendwie, vielleicht nur die Außenkanten anstreiche in Gold. Weil ich habe ja auch dieses Rosé-Gold. Also das soll auch Rosé-Gold werden. Das ist ja auch so ein bisschen Rosé-Gold.
Und der Sofa ist ja so silbergrau, aber Roségold finde ich harmoniert trotzdem sehr gut. Und ja, da habe ich gedacht, dass ich das vielleicht mache und dann gleich hinten irgendwie anbringe. Das ist meine neue YouTube-Ecke, ihr Süßen. Ich freue mich so. So, und jetzt werde ich mich hier ransetzen, mal schnell den Mac anschmeißen und das Video für euch online setzen, denn das ist ja schon morgen soweit. Morgen ist ja wieder Samstag. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe euch jetzt ein bisschen chaotisch mitgenommen hier durch meine letzten beiden Tage. Aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, guck mal, der Hintergrund sieht schon cool aus. Ja. Also die Frage stellt sich mir manchmal, wollt ihr noch mehr Erklärvideos haben von mir, so wie die Dienstags immer kommen? Oder wollt ihr noch einen Vlog haben? Ja, oder was wollt ihr noch so von mir hören? Also bitte schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich mal sehr interessieren. Weil ich sehe auch, dass die Vlogs ganz gerne geguckt werden. Und daher kam ja auch so ein bisschen meine Überlegung, vielleicht könnte ich mal ein neues Format einsetzen. Okay, ihr Süßen, wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über ein Däumchen hoch und ein Abo. Nicht vergessen zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das heißt am Dienstag. Macht's gut. Tschüss, bye bye.